Hi Leute, ich bin's wieder, Banana Joe 030. Heute wieder mit einem Special Review. Wie beim letzten Mal so ein Doppelding mit Icarus. Ich teste für euch den Alwacher Minze. Kurz mal die OVP. Und der Icarus wird euch den Phantasia Wild Mint was, glaube ich, vorstellen. Ja, zum Rauch. Geht klar, typisch Alwacher. Zum Schnitt, wieder mal ein Foto werde ich später einhängen im Thread. Zum Geschmack. Schön kühl im Hals, macht die Nase frei. Lecker nach Minze. Ah ja, zum Geruch. Ja, verdammt, ich habe die Zipper weggeschmissen, weil er schon leer war. Aber schön nach Minze gerochen, schön erfrischend. Ja, der Tabak ist ganz okay, einer der besten von Alwacher. Er ist günstig, schmeckt gut. Rauchentwicklung geht vollkommen klar, ist zwar nicht so wie Alfaka, Cebetli, Starbucks oder Phantasia, aber reicht vollkommen aus. Ich rauche mit meinem King XL, meiner Powerbowl, drei langen Alu-Atomlochung, drei Brikos, meiner Fire Shisha, nochmal ein Rauchbild für euch. Ja, jetzt im Anschluss kommt Icarus für euch mit seinem Review und bis zum nächsten Mal. Ciao Leute! Moin Leute, da bin ich, wie der Daniel schon gesagt hat, heute unser zweites Special Review. Heute habe ich mich ein bisschen anders angezogen, mit Hemd, Krawatte und Hut. Ein kleiner Joke von mir, ich hatte Langeweile, sorry Jungs. So, wie Daniel schon sagte, geht es um den Phantasia Wild Mint. Hier einmal die OVP für euch. Ich entschuldige mich nochmal für die Qualität, ich habe gehofft, Sweezy's Cam kommt bis zum Wochenende. Leider hat das nicht geklappt, DHL, ne, thugs. Mehr sage ich mal dazu nicht. Kommen wir mal zum Schnitt. Ich wollte ihn jetzt nicht aus dem Zipper holen, da er doch sehr saftig ist. Und teilweise geht er schon durch den zweiten Zipper durch. Der ist sehr matschig, auf jeden Fall. Sehr klein geschnitten. Und trotz 50 Gramm OVP waren da verdammt viele Äste drin. Gefällt mir ehrlich gesagt nicht so an Phantasia. Ich verstehe leider nicht mehr diesen Hype. Früher habe ich den gut gefunden, jetzt nicht mehr. Gut, dann fangen wir jetzt mal an mit dem Rauch. Zum Geruch muss ich sagen, der hätte stärker sein können. Also er riecht mentholartig, nicht wirklich wie minzig, sondern mehr mentholartig und sehr schwach. Also das prickelt nicht so in der Nase wie bei anderen Sorten. So, ich weiß nicht, ob man das mit der Cam sieht, aber der Rauch ist leider nicht so gut. Habe ich deutlich bessere Sorten gesehen. Zum Beispiel der Cebetli, Alfaka und selbst der Alwacher, die rauchen deutlich besser. Sogar mein Nackler hat besser geraucht. Also große Enttäuschung. Ich rauche mit dem Querschnittskopf, zwei langen Alu, Löcher unter der Kohle und jetzt nach dem Mitschussbau. Naja, was soll man machen? Zum Geschmack, der ist mir viel zu mild. Er hätte viel stärker ausfallen müssen. Also das zieht nicht im Hals. Die Nase wird nicht frei. Das ist einfach grottig. Das ist unter Nackler-Niveau. Also ich verstehe den Hype leider nicht. Also viele meinen ja, der ist so gut. Schmeckt bombig. Bester Minztabak. Jungs, Quatsch. Ich weiß nicht, was ihr da raucht, aber das ist Quatsch. Das ist Schwachsinn. Das ist einfach nur grottig. Ich kann ihm leider nur eine 5 geben, weil der raucht nicht gut, der schmeckt nicht gut. Total verfehlt. So, das war's dann jetzt von uns. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Und ich denke mal, wir werden demnächst mal wieder sowas machen. Ist doch ganz lustig mit Daniel immer. Und ja, dann bis die Tage. Auf Wiedersehen. Ciao.